In mehreren europäischen Ländern hat es Hausdurchsuchungen wegen mutmaßlichen Betruges mit EU-Corona-Hilfen gegeben. Polizeiaktionen gab es in Italien, Österreich, Rumänien und der Slowakei, wie die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg mitteilte. Demnach wurden 22 Personen verhaftet. Villen und Luxusautos wurden beschlagnahmt. Das Netzwerk soll zwischen 2021 und 2023 Millionensummen aus dem Corona-Aufbaufonds der EU unterschlagen haben. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.